posto. Ist der Almer auf dieser Seite und der Kurierzeller. Sein zweites Konzept hat er eigentlich den Konzessionstitel gehabt, Döstal-Almenbahn. Nordwestlich unter Almen umfahren, mit einer Verbindung aber nach Wald und dann aber auch wieder die Hauptlinie weiter zum aber an Zürichsee. Und dann war eigentlich gegen seine Idee gewesen, aber vom Zürichsee entweder über den Damm vor Rapperswil fahren und dann auch so den Anschluss der Kontaktbahn zu machen. Der Almer, den wir jetzt hier rechts zusammen haben, der Berg, die etwa fast gleich hoch wie der Wachtel, 1100 und ungerade Meter. Jetzt auf dieser Höhe oben, wenn man selbst in die Höhe kommen, tut sich natürlich jetzt die Sicht genial verändern. Wir haben eine wunderbare Weitsicht.
jetzt gerade im Herbstwetter, wenn wir noch eine klare Sichtverhältnis besteht. Links führen sehen wir dann natürlich zum Hörnli, oder klassische Höhepunkt der Oberländer Berge. Und nachher jetzt geradeaus die Zentralalpen in der Niederlande, man wird jetzt nicht ganz gesehen, Glarner Alpen im Speziellen. Und jetzt eigentlich so ein links führen, Alpscheidet, Hüttkopf und Dös Stock, wo ja der längste Fluss vom Kanton Zürich eben in Dös entspringt, mit insgesamt 40 km. Hinten dran haben wir den St. Galler Alp, also da sind wir Schnebelhorn haben wir übrigens, die höchste Erhebung generell vom Kanton Zürich. Und das ist wieder so ein Grenzberg, oder alles das sind Grenzberge. Hinten nachher ist dann Kanton St. Gallen, wo eigentlich das Dunkelburg sich dann nennt. Ja, jetzt sehen wir auch hier in Durchstimmen, und das gibt es öfter, aber dann sehen wir jetzt doch grossartig über die wunderbaren Täler hinein. Rechts unten vorne das Restaurant Berg, kulinarische, empfehlenswerte Adresse. Wie hoch ist jetzt da über mir? Ja, wir sind jetzt hier noch nicht ganz im Vorder, sind mit einem Höchsten, jetzt sind wir knapp 800 Meter. Seht ihr jetzt, wie die Höchpassstrasse links oben der abgeht, sich abgewindet hat, jetzt ein bisschen während der Schweine lebt und nun lohnt hoch. Und jetzt vor uns, gerade runter, läuft der Jonabach Richtung
Wald, Rütti und dann eben das Rappenkind bei Jona fließt er in Zürichsee. Darum heissen sie Jona. Viele Gewässer oder Ortschaft hat den Namen vom Gewässer, wo es aufhört. Nicht wo es anfällt, immer wo es aufhört. Gerade vorne jetzt die Sprungschanze von Gipswil. Die grosse Gemeinde Fichtetal hat noch in etwa 20 Beizli oder was. Aber es sind natürlich ein Haufen Bergbeize auch. Aber eines von den Klumpnigsten finde ich jetzt gerade das Gipswil, wenn wir nicht mehr nachher kommen. Das Freitagabendbeizli. Zum Freitagabendbeizli zum Drossli. Der Name ist schon gekommen. Ich komme zum Drossli. Gerade hier rechts. Wenn man krampft, Thank you.
schönen Tag. Etwas sagen zum Tunnelkino. Das Tunnelkino ist das einzige Kino der Welt. Das heisst so, von Oberdorf auf dem Südportal vom Wieserzentrum steigt man ein. Und dann hat dann der Triebwagen, den wir jetzt haben, hat dann einen Kinowagen. Das heisst, das ist ein abgeänderter Güterwagen, oder? Genau, man, zwei sogar. Ja. Tut man ja, in Betrieb nehmen. Und beim Reinfahren, das ist also sehr spannend, beim Hingern fahren, in Weisse steht rundum im Tunnel rein. Jeder Tunnel hat ja Wassereinbrüche und so. Da gibt es Trink, Absen, die grüne Fee. Man steigt aus im Tunnel rein, steigt man aus zum Treibwagen aus. Und geht dann dort das Glas genommen. Und dann kommt das ganz Brummen an, umsteigen, steigt auf einen Wagen um, eben auf einen Kinowagen. Und dann gibt es meistens einen Film, zwei oder drei. Wir haben vier im Moment. Vier sogar. Vom meistens, glaube ich, über den Kanton Solothurn. Also der Rolfi-Film zum Beispiel ist der, der eigentlich
Die Stadt Solothurn hat eigentlich einen Haufen Elfi. 11 Treppen in die Kathedrale, noch 11 Altäre, 11 Brücken, glaube ich, und 11 Brünner und alles. Dann wäre der Elfi über einen Film. Also, ich bin nicht der Solothurn, aber ich weiß etwas. Hätte ihr gemerkt, ich kann auch noch etwas über Solothurn erzählen. Also, genießt einen schönen Nachmittag noch. Solothurn.